So, hallo liebe Imkerfreunde. Grüße euch recht herzlich hier am Bienenstand. An einem der Bienenstände. Was wollen wir machen heute? Ja, zum einen schauen, ob die Bienen noch genug Futter haben und zum anderen wollen wir die Bodeneinlagen ein bisschen sauber machen. Eigentlich machen es die Bienen alleine, aber wir werden sie dabei ein bisschen unterstützen. Was brauchen wir dafür? Hier so eine Kratze. Ja, ist immer ein hilfreiches Instrument. Besen kann man bei dem Wetter auch gut brauchen. Ein Stockmeißel, das Universalwerkzeug des Imkers. Und ein Wabenheber leistet auch gute Dienste, was auch nicht zu verachten ist. Das ist ein Schleier. Ja, also im zeitigen Frühjahr gehen die Mädels ganz gerne einen an, hier oder auf den Puschel. Das mögen sie auch sehr gern. Ja, dann gucken wir mal. Der erste richtige Eingriff in diesem Jahr. Jetzt geht es los. Gucken wir mal, es fliegen alle. Hier habe ich 4 Beuten an dem Standort. Ja, mal gucken. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht reingeschaut hier. Aber ich gehe mal einfach davon aus, bei den anderen Standorten war auch alles in Ordnung, dass es hier auch passt. So, ja, die Schutzdächer brauchen wir nicht mehr, die nehme ich gleich mit. Ja. Schneien wird es hoffentlich nicht mehr. Es ist jetzt nämlich Ende März, aber man weiß ja nie. Ja, und was natürlich auch noch sehr, sehr wichtig ist, in dem Zusammenhang machen wir natürlich auch die Mäusegitter raus. Ja. So, Mädels, dann schauen wir mal. Zacki! Da können die dann schon auch mal selber ein bisschen besser freiräumen, das Ganze. Auch. Jetzt sind nämlich die Mädels richtig vital und die Maus, die da reinkommt, die kann mir jetzt schon leid tun. Also von daher wissen die sich jetzt dann schon zu helfen. Ja. Dann gucken wir mal. Allererstes immer, wie schaut es hier oben aus? Da ist jetzt noch gar nicht so viel los. Da ist noch massig Futter drin. Komm schon hoch. Schauen wir mal hier. Oh, da hängen sie schon durch. Das ist ja Futter. Ja, jetzt gehen sie schon auf den Puschel. Futter ist genug drin. Ja, und ich gehe mal davon aus. Mögen mich jetzt gerade nicht. Ich hätte jetzt gar nicht weiter rangegangen heute. Aber das ist natürlich eine Sache, die sollte gar nicht sein. Die Bienen müssen sanftmütig sein. Und man kann es nicht nachsehen. Im Frühjahr, das sieht so aus. Im Frühjahr, das ist nicht so der Hit, aber die sind sehr stark gefüttert. Ich gehe mal davon aus. Das alles alleine ausfallen. Dann gucken wir uns das unten nochmal an. Ja, da ist kaum Totenfall drin, alles im grünen Bereich. Da waren sie schon selber fleißig. Und dann wieder den Deckel drauf machen. Und bei der Gelegenheit werde ich mich jetzt mal ein paar Meter entfernen. In der Hoffnung, dass die Bienen hier von meinem Puschel verschwinden, weil es hier wahrscheinlich auf dem Ton nicht bemerkt wird. Also falls wir hier ein paar Tonprobleme haben, schaut euch das an. Da sind die Mädels hier in diesem Puschel. Ja. Und koten hier sogar ab, die Ferkel. Das ist aber nicht so schön. Das muss ich zu Hause mal sauber machen. Raus jetzt hier. Bienen haben die Eigenart. Ja, deswegen geht man am Bienenstand auch am besten mit kurzen Haaren oder mit Haaren, die eine Abdeckung haben. Die gehen rein und die haben so Widerhaken hinten an den Beinchen, sodass sie sich vorwühlen bis zum Grund, also auch bis zur Kopfhaut. Und dann stecken die einfach. Ne? Die haben da so eine Kraft. Ja.
immer was am Kopf haben, eine Mütze oder was auch immer, wenn ihr an den Bienenstand geht. Schauen wir uns jetzt die nächsten an. Gehen wir die Abdeckung mit. Hier also die schon mal aggressiv, die Kleine. Die mögen das halt nicht, dass man da jetzt großartig rummacht. Deswegen machen wir auch gleich wieder zu. Aber jetzt gucken wir nochmal, wie es unten ausschaut. Ob da viel Totenfall ist oder ob sie schon selber ausgeräumt haben. Und ups, die Dinger sind so schwer, ist nichts für einen, der Rückenprobleme hat. Da sind jede Menge drin. Dann mal ganz schnell. Okay. So. Deswegen die ganze Geschichte hier. Wachs schmeißen wir nicht weg. Dann halten wir uns. So. Wir haben schon selber ausgeräumt. Aber da helfen wir ihnen. Beerdigt werden Bienen nicht. Da ist nur noch genug drin, das merke ich hier beim Gewicht. Schöner Überbau. Sieht hier aus. Oh, da ist noch Futter genug drin und Bienen sind massig drin. So, hier wieder zu, richtig. So, jetzt gucken wir uns den unteren an. Wie schaut es da mit Totenfall aus? Na ja, müssen wir auch rausräumen. Jups. So, da ist ein bisschen mehr drin. Wie gesagt, wenn ihr sowas habt im Frühjahr, darf man einfach nicht erschrecken. Das ist jetzt der Abgang der Winterbienen und hier ist jetzt mal so eine richtige Hausnummer drin. Ja. Hoffe, ihr seht das. So. Ja, und auch die kommen jetzt irgendwo in die Sträucher gekippt. Freuen sich die Vögel oder ein paar Mäuse oder was auch immer. Kein großes Zinnober drum machen. Tja. Aber so unterschiedlich ist das wieder am Bienenstock oder am Bienenstand. Das eine Volk räumt aus, das andere überlässt es dem Imker. Ja, wer ist jetzt schlauer von den Bienen? Man weiß es nicht. Gut, hier wieder drauf. Jups, die Dinger sind noch richtig schwer, da ist noch richtig. Die werden sich verhungern oder so. Das ist natürlich schon jetzt sehr, sehr wichtig, dass man da nachschaut, ob echt noch Futter drin ist. Die Damen brauchen auf jeden Fall noch ihre 6 Kilo. Das ist letzte Märzwoche. Es kann immer noch mal kalt werden. Die Saalweide fing gerade an zu blühen. Das ist immer so ein Zeichen. Jetzt geht's los bei den Bienen. Aber naja, ruhig mal nachschauen. Der Imker, der das nicht macht, den verhungern die Bienen. Wir haben eine Versammlung gestern gehabt, vorgestern. Und da war bei dem einen oder anderen schon das Gejammer groß. Ja, gut, das war's an diesem Stand. Alles im grünen Bereich. Ich gehe zum nächsten.
Kontrollen auch erledigt. Wir gehen zum nächsten. Sieht alles super aus. Bis jetzt, ja, wenn es so weitergeht, dieses Jahr wieder keine Verluste. Schauen wir mal. Näheres nachher. Jups. Ja. Hallo liebe Imkerfreunde, hier an unserem Stand in den Isarauen. Bis jetzt war alles im grünen Bereich. Hier weiß ich aber, haben wir ein paar Schwächlinge. Was heißt Schwächlinge? Das sind starke Völker, die viel Futter verbraucht haben. Ich habe da schon mal vor 2-3 Wochen ein bisschen Futterteich rein. Jetzt werden wir mal gucken und ich denke mal, hier werden wir ein bisschen was ergänzen müssen. Ich habe extra Waben mitgenommen. Wollen wir mal schauen, was ausguckt. Oh ja, sehr schön hier von oben. Hier sieht man schön angebaut. Da kann man gesunde, vitale Völker erkennen. Ja, jetzt machen wir mal die Folie hoch. Alles ohne Rauch. Wenn man vorsichtig ist. Ah, das ist einwandfrei. Spitzenmäßig, aber die sind, soweit ich weiß, ja, futterergänzungsbedürftig. Jetzt wollen wir mal gleich gucken. Vielleicht können wir den Mädels irgendwo helfen. Ja, schaut sehr gut aus. Das Volk sitzt eigentlich oben. Unten ist alles leer. Ja, ist auch kaum noch der Riede wert, was da drin ist. Schauen wir mal. Ja, doch. Da ist schon noch was drin. So ist es nicht. Zack. Aber hängen wir unten noch ein, zwei Waben rein. Ja, man macht sich schon wieder über den Puschel hierher. Den liegen sie alle. Schaut schon mau aus, ist das schon gut drin. Nee, die ist noch nicht bestiftet. Dann mache ich lieber hier zwei Futterwaben rein. Da unten schaut es auch gut aus. Kaum tote Bienen, brauchen wir gar nicht großartig sauber machen. Ja, da kommen hier zwei Futterwaben, drei Futterwaben rein. Aber nicht auf der sicheren Seite. Das sind dann Futterwaben mit Honig vom letzten Jahr. Dann haben die ihre 6 Kilo drin. Dann brauchen wir uns hier gar keine Gedanken machen. Ein bisschen Pollenteig, den ich das letzte Mal reingetan habe. Muss man nicht, aber fördert doch die Bruttätigkeit enorm. Ja, ich teste ja immer wieder mal und dieses Jahr teste ich mit dem Pollenteig. Nicht bei allen Völkern, bei manchen, aber mal gucken, wie es so geht. Da sind sie wieder auf dem Puschel. Ja, den lieben sie hier.
die Bausperre. Ein Vorteil der Herold Bolten, kommt mal rum. Das ist ein Vorteil der Herold Bolten gegenüber den Hohenheimer Einfachbolten. Man kann da nämlich hier hinten den Boden auslassen. Ja. Also ich hätte jetzt mit der Kratze auch alles hier hinten rauspacken können. Allerdings nimmt man da auch wieder ein paar Biegen mit. Muss nicht sein. So ist einfach schonender. So. Zweifellos ein Vorteil der Herold Bolten. Einer der wenigen. Ja, so, liebe Imkerfreunde, letzte Märzwoche, alle Bienenstände kontrolliert, alle Bienenbeuten unten sauber gemacht, wo es erforderlich war. Es waren einige faule Mädels dabei, da musste ich sauber machen. Es waren aber auch sehr viele dabei, die haben selbst sauber gemacht, da lag fast gar nichts drin. Ja, da wo es nötig war, haben wir ein bisschen was zugefüttert. 6 Kilo sollten die Mädels noch drin haben, es kann ja noch mal kalt werden. Viele sind schon in Brut gegangen. Ja, in der Regel, ich habe wieder mal mehr Bienen, als ich bräuchte. Das heißt, ich werde jetzt dann wieder welche an Jungimker abgeben oder einfach an Neuimker verkaufen. Schauen wir mal. Glück gehabt, kein Volk verloren. Ein einziges war ein bisschen schwächer, aber das kriege ich auch wieder hin. Und alle anderen top. Sehr gesund, sehr vitale Bienen. Also ich bin jedes Jahr überrascht wieder. Ne? Okay, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis in 2-3 Wochen. Alles Gute. Servus.